Oh ja, der neue Ghostbusters-Film wird ganz bestimmt ein fetter Kassenschlager. Ja, oder auch nicht, wa? Ist das wirklich das, was bei einem ausnahmslos von Frauen gemachten Film rauskommt? So wenig? Wow. Okay, if this is what women do with things, stop doing it. 'Cause you're fucking it up. You really are. Like, you did not offer any original content Der Vote whatsoever. Count, die Like- und Dislike-Ratio, hängt jedenfalls bereits am Tag der Veröffentlichung des Trailers fett im Minus, obwohl doch eine so schöne Social Justice Message im Film mitschwingt. Hier werden von den Schauspielerinnen keine unrealistischen Bodystandards erwartet oder dergleichen bösartige patriarchalische Dinge. Allerdings. My name is Erin Gilbert, Doctor of Particle Physics. Ja, fraglich, ob das Verhältnis der Likes zu den Dislikes besser wird, denn schon jetzt ist ja zu sehen, der ganze Film ist ein Abklatsch, ne? Ein durchschnittlicher Abklatsch des ersten Films. Wie diverse YouTuber bereits reihenweise demonstriert haben, der Film scheint in etwa so durchschnittlich zu sein wie eine amerikanische Frau, hat zum Beispiel wie gesagt. Auch die Scherze, die nach der Vorlage nachgestellt wurden, kommen ziemlich gequält rüber. Trotzdem ist jeder Kommentar zu diesem Film irgendwie gefährdet, in irgendeine Social Justice Warrior-Ecke zu passen und somit die Political Correctness zu verletzen. Ein Kommentator hatte noch gesagt, sowas in der Art wie: This film is toxic. Ja, 30 Jahre ist jetzt also der erste Ghostbuster-Film her. 30 Jahre ist er jetzt alt sozusagen und die meisten Kommentatoren, die ich mir jetzt angeguckt habe zu dem neuen Trailer, haben gesagt, dass sie da noch Kinder waren oder weniger. Ich war aber schon fast volljährig und fand den Film eher doof. Aber Teenies in dem Alter finden eh eigentlich alles doof. Beim zweiten Schauen, ein paar Jahre später, fand ich den halbwegs okay. Und heute kann man sich auch noch die auf Illuminati bezogenen Analysen tausender YouTuber dazu reinziehen. Warum sollte ich solch einen Abklatsch also sehen wollen? Wegen Political Correctness. Ghostbusters 2016, das ist nichts, wovon ich Fan werden könnte. Und den Song fand ich früher schon nervig, allerdings ist es jetzt tatsächlich scheinbar ein bisschen besser geworden. Haben sie ganz gut eingestreut hier, die Musik, finde ich. Ja, auch gesehen habe ich die Woolly Bumblebee, die hat sich ein paar Szenen vorgenommen und gezeigt, wo die kopiert wurden, dass eben nicht nur jetzt aus der Vorlage auch, sondern eben aus anderen Filmen kopiert wurde. It seems peaceful. My name is Erin Gilbert, Doctor of Particle Physics. That just wasn't a total rip of the first Ghostbusters movie. No, not at all. Hello, I'm Peter. Where are you from, originally? Okay, man kann sagen, in Hollywood ist das ein bisschen gang und gäbe geworden, Filme zu referenzieren in den eigenen Neuproduktionen. Das kann man natürlich ein bisschen langweilig finden auf Dauer, ja, vor allem wenn das irgendwie dann nach einem Abklatsch riecht, ohne eigene Idee, denn die Storyline gibt auch keine wirklich eigene Idee her. Also manche Szenen wurden kopiert, manche wurden gemischt, manche mit anderen von anderen Filmen gemischt und dann eben neu gedreht, aber wirklich was Neues gibt es also nicht, nur eben Frauen, ja. Empowered Frauen, Empowered Women. Totally gender neutral. Yep. Ja, ist es jetzt so Anfang, dass sie alle Wissenschaftlerinnen wären, beziehungsweise dass es da um Wissenschaftlerinnen geht. Okay, so already you're fucking it up. And you don't know what the hell was going on in the original two Ghostbusters movies, clearly. Because they weren't fucking all scientists. There were only two scientists. Dass sie alle Wissenschaftlerinnen wären, beziehungsweise dass es da um Wissenschaftlerinnen geht. Aber hier die grobe Schwarze, die große, wo der eine meinte, dass sie wahrscheinlich alle ihre Witze in dem Film nur schreien wird. Und hier sieht es ja auch schwer danach aus. Die ist sozusagen der letzte Aufreger noch in dem Film. Ja, es ist ja alles korrekt. Die ganzen Frauen sind da gendergerecht sozusagen gezeichnet und entsprechend erfolgreich in ihrer MINT-Abteilung oder als Wissenschaftlerin eben. Also das Ganze ist eigentlich sehr Social Justice kompatibel. Alles safe for work, PC, political correct und so weiter. Und nicht, dass da sozusagen die Spannung untergeht oder dass überhaupt der Film irgendwie davon nicht profitieren kann, versucht man wenigstens dann über die grobe Schwatze, sag ich mal, entsprechend kostenlose Werbung in Foren loszutreten, ne? Indem man da die Diskussionen lostritt. Dann wird jetzt eben gemeckert, dass die ausgerechnet die Schwarze keinen College-Abschluss hat und keine Wissenschaftlerin praktisch ist. Aber ich denke mal, das ist ein Nebenschauplatz, dass der Werbung eben dient.
beziehungsweise ja, um im Gespräch zu bleiben. Ne? Denn man sollte sich da ja nichts vormachen. Der Film ist, auch wenn sich da jetzt viele drauf stürzen auf den Trailer, eigentlich ein Sommerlochfilm, ja. Und ein Sommerlochfilm, da muss man von ausgehen, dass dann eh nicht viele Leute gucken. Dementsprechend denke ich mal, werden die Producer auch möglichst wenig Geld ausgeben wollen. Ne? Also das sind eher Filme, die als Lückenbüßer im Sommer herhalten müssen. Und dann müssen eben auch die Geschichten günstig sein. Und eine alte Geschichte neu aufzulegen ist möglicherweise günstig. Und die Schauspielerinnen sind jetzt auch nicht gerade allererste Riege, würde ich sagen. Insofern soll das mit der schwarzen Frau sicher auch nur Aufmerksamkeit bringen. Aber insgesamt diese Genderbänderei ist vielen Leuten eigentlich relativ egal. Wird jedenfalls gesagt. Aber auch da ist natürlich das Motto häufig, nicht als Misandrist rüberzukommen. Und dementsprechend legt man da keine Aufmerksamkeit groß drauf. Aber es ist natürlich so, dass es auffällig ist. Bitch, why are you licking your gun? Is that supposed to be like cool? Like, I'm licking my gun. What the? I don't understand. Is that supposed to be some sort of like empowerment? Hier, I don't know. Auffällig auch eben, dass sie ganz tolle Wissenschaftlerinnen sind. Dementsprechend steckt da auch ein Stück Empowerment eben drin, ja. Und dieses Empowerment, dieses Starkreden, das ist zwar auch ganz schön und ganz nett gemeint, aber das funktioniert doch offensichtlich nicht. Also die Frauen nehmen nur sehr bedingt teil an den MINT-Geschichten, trotzdem sie da stark geredet und gefördert werden. Ganz allgemein ist das vielleicht auch ein bisschen, dass man damit einfach keine Trotzreaktion fördern kann, ne? Also wenn jetzt da eine wirkliche Unterdrückung stattfinden würde, dann würden die sich möglicherweise versuchen, freizukämpfen. Aber wenn man immer nur stark geredet wird, dann kann man auch auf dem Sofa sitzen bleiben mit den Chips. Insgesamt nervt das Empowerment ein bisschen, weil es eben selten mit der Realität abgeglichen wird. Ich sag mal, dieses Video hier, was ich gemacht habe, über den Kurses für die Mädels, die skaten lernen wollten, das hat zwar für ordentlich Diskussion da drunter gesorgt, aber das Empowerment dabei ist mir immer noch nicht so richtig klar. Naja, die haben ja das einfach nur genannt, Girls Can Skate. Und ja, nach einer Weile Nachdenken ist mir dann der Gedanke gekommen, dass ja irgendwie das Objekt fehlt in diesem Satz und der damit nicht vollständig ist, aber prinzipiell sagt das einfach nur, ja, Girls kennen, ne? Also Girls kennen everything sozusagen. Und das ist eben, was mit der Realität nicht abgeglichen wird und deswegen nervt das ein bisschen. Außerdem erinnert das an die Teilnahmeurkunden oder so. Erfolgreiche Teilnahme. Und die sind ja wirklich gar nicht viel wert, ne? Weil nur eine Urkunde mit einer Auszeichnung ist eben auch wirklich was wert. Aber ich wollte nicht abschweifen. Ihr könnt mir gerne eure Meinung mal sagen zu dem Trailer. Den habe ich natürlich jetzt hier nur teilweise drin, weil ich mir davon nicht jedes Mal die Monetarisierung versauen lassen will. Klar, auch Klicks auf Werbung sind natürlich immer gerne gesehen. Aber dann klickt nicht auf Werbung für den Film, ne? Alles klar, vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Tschüss. Yeah, somehow that doesn't make me feel empowered at all. I